Philipp, erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg, aber auch zu deiner persönlichen Leistung. War das eines der besten Spiele deiner Karriere? Dankeschön. Ja, das ist das beste Spiel in meiner Karriere. Und ja, ich kann nicht so viel sagen. Ich war sehr, sehr glücklich und sehr, sehr stolz auf alles und auf diese Mannschaft und diesen Verein und unsere Fans. Ja, das ist heute eine Top-Stimmung und ja, mit unseren Fans, ich habe das Gefühl wie ein Heimspiel. Und das ist eine Überragend. Das ist ja, das ist heute ist etwas wie eine Geschichte für uns. Und ja, dieser Sieg ist für die ganze Stadt, für uns ist sehr, sehr wichtig. Und ja, und Tore, ich gebe für meine Familie. Speziell dieses Tor zum 3:0, ja, was ja im Grunde fast schon das Halbfinale war. Ich habe gesehen, du bist auch vor diese Kurve, vor diese weiße Wand und hast dich hingekniet und dann danach hast du nochmal da hochgejubelt. Was war das für ein Gefühl? Ja, ich war immer da. Immer gehe auf unsere Fans und ja, Gefühl ist top, top. Das ist das beste Gefühl in meiner Karriere. Und ja, wir gehen vor Halbfinale jetzt und dann ist noch nicht fertig. Aber unser Ziel ist Finale. Es geht jetzt nach London. Da haben wir mit London auch noch eine Rechnung offen, oder? Aber ich sage mal so, Arsenal haben wir gewonnen und Chelsea haben wir nur im Elfmeterschießen verloren. Also ist ja nicht so schlecht London, oder? Ja, ist auch wie Spanien. Nicht so schlecht, aber ja, Halbfinale ist ein schweres Spiel. Aber ich habe Zeit für Vorbereitung und dann schauen wir, was passiert. Ich glaube, es wird schwierig, jetzt schnell in den Schlaf zu kommen. Und wie schnell kannst du dich dann umstellen auf Sonntag Union Berlin? Erstmal heute noch freuen, aber irgendwann schaltest du dann im Kopf um? Ja, dieses Spiel ist immer noch im Kopf und ich brauche vielleicht noch einen Tag vor der Generation und vor. Ich kann nicht wegschmeißen, aber dieses Spiel bleibt immer in meiner Meinung und in meinem Herz. Und dann, ja, ich gebe wie immer alles und ich muss erst gut geschlafen und essen. Und dann machen wir am Sonntag das nächste Spiel. Der Moment bleibt und du bist jetzt in den Geschichtsbüchern von der Eintracht Frankfurt. Philipp, danke dir. Dankeschön.